Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Ja. Aber bevor ich unterschreibe, sagen wir erstmal Hallo und herzlich willkommen zum Tagesrausch. Heute aus der Zentrale der Macht, das Büro der Agentur Sowjet, hier entsteht das Handjournal und Exzessiv und vieles andere mehr. Unter anderem ist hier auch Planungsbüro für den Hanftag. Habt ihr ja schon erkannt, wenn Matze bei mir ist, geht es ja immer um den Hanftag. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, euch mal kurz zu zeigen, was man eigentlich nur weniges braucht, um eine Demo anzumelden. Wir haben uns von der Berliner Versammlungsbehörde ein Formular runtergeladen und da die Eckdaten für den Hanftag eingetragen. Als da wäre 5. Mai 2012, ein Samstag, der erste Samstag im Mai. Los geht's um 14 Uhr an der Weltzeituhr. Da machen wir keine Startkundgebung und dann lese ich hier 15 Uhr, Umzug geht los über die Kalibnerstraße, Spandaustraße, Mühlendamm am Hanfmuseum vorbei. Poststraße, Rathausstraße, Schlossplatz. Zwischenkundgebung dann vor dem Auswärtigen Amt, Bundesaußenministerium am Werderschen Markt und dann weiter an der Kommandantur über unter den Linden zum Brandenburger Tor. Das ist der Ort, wo wir letztes Jahr losgelaufen sind, aber diesmal ist das unser Ziel. Da ist dann Abschlusskundgebung von 17 bis 18 Uhr ist die aktuell geplant. Ja, und wie ihr hört und seht, ist diesmal alles anders. Diesmal nicht alles nur, anders. Nicht nur der Start ist anders, sondern auch der Verantwortliche, der sich die Schuhe anzieht, die Hosen anzieht, um die Demo stattfinden zu lassen. Denn wir machen die zwar wieder und organisieren ein bisschen Promotion und werden den Hanftag, also den globalen Marihuana-Marsch, der weltweit an diesem Tag stattfindet, in ca. 300, 400 Städten. Ich weiß es gerade gar nicht, wie viele. Ja, das drei mal irgendwas wieder. Gut, machen wir auch wieder dieses Jahr. Wir haben ihn ja schon dreimal gemacht, aber von uns, aus unserer Agentur Sowjet, ist leider gar niemand in der Stadt. Denn wir machen in Prag eine Cannabis-Fachmesse, Hanfmesse, die das gesamte Wochenende, das erste Maiwochenende eben in Prag stattfinden wird, zum zweiten Mal, die Cannabis. Und leider findet sie eben genau auf diesem Termin statt. Und Steffen war mit dem Hanfparade-Team bereit, mit einem kleinen Deal, dass wir auch wieder Partnerschaft für die Hanfparade mit übernehmen, dass der Tag zumindest von Stattfinden her gesichert wird und eine Demonstration in der Stadt stattfindet. Und ihr alle herzlich dazu eingeladen seid, das Hanfparade-Team, Agentur Sowjet und natürlich den Hanf, um den es ja am allermeisten geht, zu unterstützen. Und somit am 5.5. in Berlin vor der Weltzeituhr um 14 Uhr. Vorrätig mit Freunden, Sack und Pack und guter Laune. Ganz gut. Wenn ihr euch wundert, warum hier im Hintergrund die ganze Zeit so eine merkwürdige Musik läuft, die soll euch schon mal darauf einstimmen, was das Motto dieses Jahres ist. Haben wir nämlich noch gar nicht verraten. Ist Steffen auch eingefallen? Was? Ja. Held der Arbeit? Held der Arbeit. Ja. Naja, zumindest der sozialverträglichen Selbstausbeutung. Arbeit ist ja für manche nur das, was bezahlt wird. Motto dieses Jahr auf dem Hanftag ist, davon geht die Welt nicht unter. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung, was konkret geplant ist, welche Aktionen etc. pp. Dann in einem anderen Tagesrausch oder irgendwann Ende März bei Exzessiv. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss! Schaut euch die Updates, kommerzielle Musik auch wieder auf www.hanftag.de einfach mal an. Da steht dann die Mute dann sicher auch, der als Redner dann blicken lassen wird. Und was uns noch alles passiert, wird, könnt ihr dann auch ab und an mal einfach anklicken. Ja. Vielen Dank. Alles noch in der Mache. Für Tagesrausch und alles andere noch. Ja, jetzt aber gut. Macht's gut. Tschüss. Ja, jetzt unterschreiben muss ich natürlich noch, sonst ist die Anwendung. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen.